Axel Stein ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Seine Filme sind sehr erfolgreich. Ich wollte mal testen, wie weit er als Schauspieler gehen kann. Da hatte ich eine Idee. Ich habe sehr schlechte Drehbücher geschrieben und mit Axel Stein verfilmt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Haufen Scheiße. Furzt doch mal, wer hat denn hier gefurzt? Diese extrem beschissenen Filme lasse ich in zwei Gruppen in einer Marktforschung testen. Die TeilnehmerInnen denken, dass sie aus Testzwecken für einen Streaming-Anbieter gefilmt werden. Axel und ich verfolgen im Nebenraum, wie die Menschen auf die schlechtesten Filme aller Zeiten reagieren. Sie können sich gerne alle einmal einen Platz suchen. Schönen guten Tag. Ich sitze hier jetzt mit Axel Stein und... Hallo. Der wird sich heute schämen. Wie immer. Sie können sich einmal alle gerne hier einen Platz suchen. Mhm. Jacke können Sie natürlich gerne ablegen. Wir wollen rausbekommen, wie weit kann man gehen, was traut man einem guten Schauspieler zu. Also erstmal schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ich bin Jana. Ich werde heute die Marktforschung mit Ihnen durchführen. Das heißt, wir haben kleine Trailer gedreht. Die Ergebnisse haben wir beide noch nicht gesehen. Nein. Ich habe nur so ein mulmiges Gefühl. Es fängt mit Scham an und es tut aber auch ein bisschen weh. Und zwar geht es heute um das Thema Filme und Serien. Also auf so einen Scheiß muss man wirklich auch erstmal kommen, was wir da gedreht haben. Wenn ich das sehen würde, ich würde wirklich den Raum verlassen und das alles nicht ernst nehmen können. Was halten Sie denn von Serien generell? Gut. Gut, finde ich gut. Es gibt einige gute Serien und es gibt Stuss. Was halten Sie denn von Filmen und Serien generell? Klasse Zeitvertreib. Zeitvertreib? Ja, ich mag das. Ich gucke das gern. Lirum Larum, seien wir ehrlich, ich wollte einfach nur, dass die Leute da sich beschissene Sachen angucken müssen, die ich für dich geschrieben habe und mal gucken, was passiert. Ich hoffe, dass ich sie hiermit deinen Tag versüßen kann ein wenig. Ja, ich auch. Welche Art von Filmen oder Serien gefällt Ihnen denn nicht so gut? Ist ja jeder Mensch anders. Ich zum Beispiel interessiere mich für Comedy mehr als für Liebesfilme. Soaps oder Love Story, also die interessieren mich einfach nicht. Ich habe halt Thriller, Sci-Fi und selbst in solchen Sachen sind diese Liebesszenen, die können Sie rausschneiden. Das ist nur Füller für mich. Die Liebesszenen sollen Sie alle rausschneiden. Bei Titanic interessiert ihn nur, wie das Schiff untergeht. Der Rest egal. Füller. Wir wurden tatsächlich von einem großen Streaming-Anbieter beauftragt. Und zwar geht es um einen Schauspieler und Produzenten, den wir sozusagen am Markt mit Ihnen ein bisschen testen möchten. Und da zeige ich mal ein Bild und würde Sie fragen, ob Sie den denn kennen. Axel Stein. Richtig? Genau, Axel Stein, ja. Hm. Ja, und fallen ihm zu Ihnen Attribute ein? Also ich kenne jetzt nichts weiter so, aber er wirkt zumindest sympathisch, auch klug. Hat er gerade gesagt, dass ich klug aussehe? Ja, wieso? Findest du das nicht? Klug? Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber du kannst sehr gut dumm gucken. So. Den ersten Film, mit dem wir uns gleich auseinandersetzen werden, ist ein klassisches Coming-of-Age-Drama. Bei diesem Trailer war das Skript wirklich außergewöhnlich beschissen. Bist du gerade verletzt? Tut das Not, dass du das jetzt hier so... Das tut Not, oder? Haben wir schon auch ein bisschen Mühe gegeben damit. Ein bisschen, ja, genau. Ja. Der Streamingdienst hat zu dem kommenden Projekt schon ein Plakat vorbereitet, welches wir uns jetzt schon einmal kurz vorab anschauen können. Das ist dieses. Der Film heißt New Dad und da spielst du den Sohn. Also der 17-jährige Sohn. 17-jährige Sohn, genau. Mit Was? Vollbart. Genau, ja. Leg das doch mal weg. Was ist denn, Mom? Mm. Ja, also dein Vater ist ja jetzt schon eine Weile weg und ich bin manchmal ganz schön einsam und du kennst auch Frank. Ich will aber keinen neuen Dad. New Dad ist das wohl aufregendste Coming-of-Age-Drama des Jahres. Axel Stein spielt den 17-jährigen Leo, einen hyperintelligenten Rebell. Seit Leos Vater ihn und seine Mutter verlassen hat, akzeptiert er keine Regeln mehr. Der Dad ist weg und dann kommt aber der New Dad und den lehnt er natürlich ab. Absolut. Und du bist halt so ein richtig aufmüpfiges Teenie-Kind. Wohl nie zuvor wurde ein Teenager mit so viel schauspielerischer Finesse verkörpert. Das Schlimmste für mich ist ja, dass die Leute denken, ich würde ernsthaft glauben, einen 17-Jährigen spielen zu können. Das ist für mich das Schlimmste. Marc, willst du mitessen? Nee, danke. Ich muss jetzt hier nach Hause. Okay, bis morgen in die Schule, ja? Wir sehen uns.
Ciao. Tschüss, Mrs. Jones. Ciao, Mark. Du Schatz, können wir kurz reden? Mhm. Leg das doch mal weg. Was ist denn, Mom? Ja, also, dein Vater ist ja jetzt schon eine Weile weg und ich bin manchmal ganz schön einsam. Und du kennst doch Frank. Ich will aber keinen neuen Dad. Ja, Frank ist immer super nett zu dir und er und ich, wir verstehen uns wirklich super. Er ist viel zu alt für dich und außerdem kommt Dad bald zurück. Dad kommt nicht zurück, Leo. Doch, er kommt zurück und dann bringt er mir Autofahren bei. Gib Frank doch eine Chance. Guck mal, er hat mir auch was für dich mitgegeben. Ist das nicht cool? Er wünscht sich, dass ihr Freunde werdet. Frank soll sich ins Knie ficken. Guck mal, Leo, so hast du ja noch nie gesprochen. Sobald ich 18 bin, hau ich ab nach Amerika zu Dad. Dad will dich nicht sehen und erstmal machst du deine Schule fertig, bevor hier irgendwas mit Ausland passiert. Rind, ich bin wie alt, welch ein Kind? Ich bin schon 17. Ich will, dass du deinen Abschluss machst und Frank kann dir dann einen Ausbildungsplatz bei der Stadt besorgen. Hm? Frank soll seine Socken fressen. Ich gehe nach Amerika zur Air Force, genauso wie Dad. Da brauche ich auch keine Ausbildung. Schatz, ich will doch nur das Beste für dich. Dein Vater kommt nicht zurück. Und du musst das langsam abschließen. Lass mich in Ruhe. Mein Dad ist der beste Dad der Welt. Wie fanden Sie den Ausschnitt? Schrecklich. Bitte? Schrecklich. Also das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also für mich ist das eine groteske Parodie. Die Idee an sich ist nicht schlecht. Aber ich würde diesen Film nie gucken. Simone, konnten Sie denn zum Beispiel mit dem Leo mitfühlen? Nee, für mich ist es kein 17-Jähriger mit so einem Vollbart. Da würde er vielleicht noch eher als 17-Jähriger durchgehen. Sie haben vor sich zu Daumen liegen, rote und grüne. Und da würde ich Sie gerne einmal bitten, Ihre Meinung dazu abzugeben und es hochzuhalten. Okay, dann perfekt, danke Ihnen. Also ich sehe einmal grün und viermal rot. Wer findet's gut? Ich glaub's nicht. Ja, würde ich es erstmal angucken. Also würde ich aber ehrlich gesagt auch machen, oder? Willst du den nicht angucken? Jetzt mal ernsthaft. Nein. Stell dir vor, ich bin das jetzt. Ich würde da sitzen und hab so einen Bart und spiele so einen 17-Jährigen. Hab Stress mit meiner Mutter, die jünger ist jetzt. Willst du das nicht weitergucken? Nein. Das nächste Genre, dem wir uns widmen, ist der Krimi. Kennen Sie Krimis? Wer nicht, ja. Okay, ich würde Ihnen dann direkt schon einmal das Plakat mit dazu zeigen. Okay, das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ich gucke echt überhaupt keine Krimis. Ist gar nicht mein Thema, aber das... Da würde ich sogar den Trailer anmachen. Tatverbrechen ist jetzt natürlich sehr an Tatort auch angelehnt, finde ich. Und wer ist der Mörder? Ja, das ist doch die zentrale Frage immer. Ja. Ja, wer ist der Mörder? Ja. Das wollen ja immer alle wissen. Warum haben Sie es getan? Sie hätte das ganze Leben noch vor sich. Ja. Sorry, ey. Grundsätzlich ist es auch eher nicht qualitativ hochwertig, wenn man als Schauspieler immer erst sagt, welche Emotionen man gerade spielt. Ich bin traurig! Das sagt man nicht, sondern man versucht sie aufzuspielen. Oh, ich guck mal auf die Uhr. Das macht man nicht. Ja, denk auch mal ein bisschen serviceorientiert. Die Leute machen ja nebenbei noch fünf andere Sachen. Und du meinst dann, beim nächsten Satz weiß man direkt wieder, wo man dran ist. Ja, oder wie er drauf ist. Ah, jetzt ist er sauer. Warum weiß man das? Weil er sagt, dass er sauer ist. Endlich ein Film, der dem Krimi-Genre neuen Glanz verleiht. Während der deutsche Tatort in seiner Altbackenheit nur von seiner Vorhersehbarkeit übertroffen wird, schafft es Tatverbrechen hingegen, meisterhaft das Krimi-Sujet neu zu erfinden. Bei dem Ding war es wirklich so, dass kein Satz mir wirklich leicht über die Lippen ging. Ich habe mich fremdgeschämt für mich selber. Genau, dann zeige ich Ihnen mal direkt die Szene dazu. Einen Moment. Gott. Juhu! Spannend. 24. Mai 2018, 20:35. Ich höre des Verdächtigen Karl Schneider im Fall Marie Weber. Anwesend sind Kommissarin Lederau und der Verdächtige Karl Schneider. Herr Schneider, wie war Ihr Verhältnis zur ermordeten Marie Weber? Ich kannte sie flüchtig. Aber sie hatten noch eine Affäre.
Nicht, dass ich wüsste. Schluss mit dem falschen Spiel. Geben Sie zu, dass Sie es waren. Sie haben sie ermordet. Ja, okay, ich war's. Warum haben Sie es getan? Sie hätte das ganze Leben noch vor sich. Ja. Sorry, ey. Oh, Mann, ey. Warum? Ich bin traurig. Es tut mir leid. Dafür ist es jetzt zu spät, Herr Schneider. Es macht mich wütend. Rasend. Wissen Sie eigentlich, wie schlimm das für mich ist? Ich kann doch nichts dafür. Doch können Sie. Sie haben sie umgebracht. Ja. Und das ganze Versteckspiel hat endlich ein Ende. Danke. Wow. Gott, ich sterbe. Ja, aber es war echt viel drin. Also, das kriegen teilweise Schauspieler nicht auf 90 Minuten, was du da reingestopft hast. Ne? Ja, hast recht. Würden Sie den Film anschauen, schon mal als erste Frage? Nee. Nee. Bitte? Das ist billig. Ist Ihnen denn aufgefallen, wie viele verschiedene Emotionen in dieser Szene dargestellt wurden? Ja. Also er hat ja geweint, geschwiegen. Da gab es verschiedene Haltungen. Aber allgemein waren diese Haltungen trotzdem einfach so, ach, was ist das? Also selbst die Dialoge hätten ja schlecht sein können, aber das Schauspielerische hätte ja richtig gut zum... Also manche würden da abschalten, weil es einfach lächerlich ist. Es war so gekünstelt und aufgesetzt irgendwie. Wie fanden Sie denn die schauspielerische Leistung? Ich krieg nie wieder einen Job, ne? Also keinen richtigen Job. Bei uns kannst du immer irgendwas machen. Ach, danke. Willst du denn noch richtig Filme drehen jetzt und so weiter? In der Zukunft? Ach so. Ups. Ja, dafür ist es jetzt blöd. Ich würde dann einmal gerne zur Abstimmung kommen. Sie haben wieder die Daumen vor sich. Fast eindeutig, ne? Ne, nicht fast, sondern eindeutig. Ja, okay. Einstimmig 6 rote Daumen. Sorry, Bro. Die warten ja auf was Witziges. Hm. Können sie haben, ne? Ja, klar. Wo sie richtig befreit mal lachen können. Natürlich. Und dann würden wir auch direkt wieder zu dem nächsten Ausschnitt gehen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit kann man gehen? Also wie plump kann deutsche Comedy sein? Wir wollen hören, verzeihen sie dir diese Kacke hier? Oder sagen die danach noch nie so belästigt als Zuschauer? Welches WLAN befurzt ihr denn? Beziehungsweise, wie ist denn euer WLAN-Code? Furz Teufelswild, der neue Franchise von Axel Stein. Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Vor allem das Allerschlimmste für mich ist, die Leute, die das sehen, die denken auch, dass das mein Humor ist, dass ich das witzig finde. Ja, sicher. Witzig, witziger, am witzigsten. Furz Teufelswild ist die wohl lustigste Komödie seit Kein Ohrhasen und Papa Ante Porters. Ein Film mit Ablachgarantie, der Axel Stein in einer Paraderolle zeigt. Loriot war gestern, Furz Teufelswild ist heute. Oh Gott, hast du das gehört? Mit Loriot? Das ist wirklich frech, ey. Das ist wirklich, allein dafür hätte ich schon eine Ohrfeige ins Gesicht verdient, wirklich. Furz Teufelswild ist ein absolutes Herzensprojekt von Herrn Stein. Seit mehr als 10 Jahren sammelt er Wortspiele und wollte draußen schon immer etwas sehr Besonderes schaffen. Und nun ist es endlich soweit und es darf natürlich gelacht werden. Ja, und wie läuft's sonst so? Ganz gut, ich kann nicht klagen. Schön. Sag mal, hört ihr das? Nee, was denn? Nach Papa Ante Porters und Herr Lehmann hat Deutschland wieder eine Komödie von Weltformat. Ups. Furz Teufelswild. Hier kommt keiner zu Furz. Kannst du mir den Apfelsaft-Furz geben? Selbstverständlich. Wenn du mir sagen kannst, welche Furzzeit wir haben. Die lustigste Komödie seit Kein Ohrhasen. Hier, sag mal. Welches WLAN befurzt ihr denn? Beziehungsweise, wie ist denn euer WLAN-Code? Furz Teufelswild, der neue Franchise von Axel Stein. Wer furzt noch mal? Wer hat denn hier gefurzt? Ist mir doch furz egal.
Sag mal, wo ist denn der Furz Ferdinand? Furz Teufelswild. Die Megakomödie von Axel Stein. Hier bleibt kein Auge trocken. Und keine Hose. Falscher Freund. Furz Teufelswild. Coming soon. Mir fallen spontan 10 Leute ein, die den Film super finden. Wie fanden Sie diesen Trailer? Haarsträubend. Ja. Haarsträubend. Wenn das Niveau oder die Zukunft vom deutschen Fernsehen ist, steige ich aus. Ja, gucke ich auch kein Fernsehen mehr. Ist ein Wahnsinn. Wieso denn? Also, wie tief kann man sinken? Hallo? Das da? Ganz ehrlich, ich weiß schon, wer nächste Woche hier anruft und das haben will. Talking to you, Til Schweiger. Es ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. So übertrieben, so wirklich so dargestellt. Ja, ich muss jetzt unbedingt furzen. Und das hat dann nicht so wirklich einen Lacher hervorgebracht, fand ich so persönlich. Fanden Sie denn etwas konkret lustig an dem Film? Fanden Sie denn den Humor verständlich, den Furzhumor? Nee. Wie fanden Sie denn die schauspielerische Leistung in diesem Fall? Hat man ja nicht viel mitgekriegt. Die haben ja jetzt nicht viel geredet. Da waren ja mehr Geräusche als Sätze. Also, das ist einfach, ich fand es einfach blöd. Ist halt schade, dass die kurze Stelle der Ausschnitt ist. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich andere Stellen im Film, die lustiger sind, wo mehr Leute sich angesprochen fühlen. Ich schreibe den aber noch schnell zu Ende. Ich habe ja jetzt bloß eine Szene, das ist dann noch ein bisschen dünn. Achso, ich dachte es. Ich schreibe noch zu Ende. Wenn du den machen willst, mache ich dir 90 Minuten draus. Oh Gott. Dann würde ich mit Ihnen gern wieder in die Abstimmung gehen. Sie haben ich wollte eine Sekunde, Sie haben gefragt, also ich fand ihn in seinem Element hier. Hier glaube ich ihm. Hier nehme ich ihm jede Emotion ab. Und mehr trauen Sie ihm aber nicht zu? Nein, nein. Einmal den Daumen bitte hochhalten. Ich sehe einen grünen Daumen. Oh Gott, er findet Sie gut. Und 4 rote. Danke Ihnen. Dann machen wir auch direkt weiter.